Moin. Wunderschöne Bretter. Subs, nicht Eissubs. Natürlich ein bisschen größer, ein bisschen unhandlicher. Müssen auch im Autodach transportiert werden, es sei denn, man hat ein großes Auto, also ein Van. Kombi reicht da oft schon nicht mehr. Und man möchte natürlich nicht, dass den Brettern irgendetwas passiert. Und viele Kunden fragen uns immer wieder, brauche ich ein Boardbag? Oder eine Boardbag wäre korrekt, weil Bag, Tasche. Ein Boardbag hat sich eingebürgert, okay. Die Frage oder die Antwort darauf ist so ein bisschen wie die Frage an Radio Erivan. Im Prinzip nein. Aber das Prinzip ist meistens nicht so. Windsurfer, Wellenreiter und so weiter kaufen meistens direkt mit dem Brett ein Boardbag. Wenn sie die Bretter verkaufen, bleiben die passenden Boardbags meistens mit dabei, werden mitverkauft. Warum machen sie es? Weil das Handling insgesamt einfacher wird. Und das Brett auch auf dem Autodach, gerade bei PKWs, besser geschützt ist. Es gibt auch Unterschiede bei den Boardbags. Ich zeige sie euch mal. Gehen wir mal rüber zu den Boardbags. So, Boardbags. Kleine Auswahl. Warum kleine Auswahl? Weil es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Arten an Formen von Brettern und die Bretter sollen da weitestgehend reinpassen. Da kommt es nicht auf den Millimeter an oder auf den Zentimeter. Ist ein Boardbag zu eng, wird es schwerer, das Brett alleine auch wieder rauszuziehen. Man braucht dann immer jemanden, der mithilft. Aber kommen wir erstmal auf die unterschiedlichen Arten von Boardbag. Das Einfachste, was es so gibt, das sind die sogenannten Daybags. Ups, so. Sind die einfachen Daybags. Warum Daybags? Die sind dafür da, wenn man an den Strand fährt und schnell das Brett reinschiebt. Sie unterscheiden sich dadurch, dass sie meistens dünner sind von der Polsterung und sehr häufig eben auch keine Seitenwände haben und keinen speziellen Schutz an den Kanten. Sind für den täglichen Gebrauch im Regelfall ganz gut gedacht, wenn man das Brett nur eben aus der Garage nimmt, aufs Autodach schmeißt, paddeln geht, Brett wieder rein, Brett in die Garage, gut. Oft eben auch auf der Unterwasserschiffseite, die ja auf dem Autodach oben liegt, in einer hellen Farbe oder mit Silber, um eben zu verhindern, dass sich das Brett thermisch oder das Boardbag thermisch auflädt. Auch hier unterschiedliche Größen bis hin zum Race-Bereich, wobei Racer wegen der hohen Empfindlichkeit der Bretter dann eben doch eher die anderen nehmen. Und was sind nun die anderen? Die anderen, das sind sogenannte Travel Bags. So, badabam. Nehmen wir mal das von Starboard, weil das ist somit das dickste, was ich kenne, weil das ist schon fast flugtauglich. Hier sieht man schon, dass das Material saudick ist und auch die Kanten nochmal extra geschützt sind. Es hat noch mehr Griffe, weil Travel ist nicht nur Auto, sondern kann auch Flugreisen sein. Wobei, ich möchte mit einem 14er nicht fliegen. Das geht zwar, aber das möchte ich nicht unbedingt. Starboard bietet auch Daybags an, die dünner sind, aber immer noch dicker als zum Beispiel die von ProLimit. Hier drin ist das Brett wunderbar geschützt. Gerade wenn man ein empfindlicheres Brett mit viel Carbon und so weiter hat, sind die Travel Bags selbst für den normalen alltäglichen Bedarf der beste Schutz für das Brett. Wenn man Touring Boards, Race Boards hat, sind es meistens sogenannte Coffins. Man kann das hier sehen, die haben also noch extra so eine Seitenwand. Hier hinten kann man das auch schön sehen. Das Rot hinten hat den Grund, wie hier beim 14er Bag, dass das auch auf dem Autodach, wenn es über den Meter, über die Rücklichter zählt der Meter, hinaussteht, dass man dort praktisch direkt die rote Kennzeichnung hat. Dazwischen gibt es Boardbags und das sind so die am meisten benutzten, wie hier das von Zanova, die sich irgendwo dazwischen bewegen. Das heißt zwar auch Travel Bag, aber man merkt auch schon vom Handling, ist es wesentlich leichter, weicher. Das hier ist für ein normales Brett kein Coffin, aber trotzdem fetter Schutz, trotzdem an den Kanten, wenn man das Brett so vom Autodach mal hinstellt. Sehr robust dann immer gearbeitet von den Reißverschlüssen, weil diese Boardbags sollen natürlich lange halten. Und auf dem Autodach vor allen Dingen sollen sie eins auch liefern,
Und deswegen sind sie auch vorne immer verstärkt, nämlich Schutz gegen Steinschlag. Weil ein PKW und jeder, der schon mal einen Steinschlag und sei es nur einen kleineren an der Windschutzscheibe hat, weiß, alles, was so bis Autodachhöhe und ein bisschen drüber ist, da können noch Steine hinkommen. Deswegen werden die Boardbags vorne verstärkt. Die D-Bags sind da etwas weniger verstärkt. Kleinere Steinschläge halten sie aber trotzdem gut ab. Wenn man aber lange Strecken fährt, ist so etwas immer etwas angenehmer. Norden hat sowas Ähnliches auch. Wunderbar im Programm. Hier sieht man schon wieder, es ist an sich ein dickeres Travelbag. Wie die meisten auch ein Schultertragegurt dran, um das abzumachen. Norden geht zum Weg zwischen Coffin, wie man hinten sieht, also mit den Seitenwänden und dem schlanken System. Das hier ist kein Travelbag. Man sieht es, dass die Kanten hier in dem Bereich nicht verstärkt sind, aber vom Schutz und auch vom Bugschutz deutlich erhöht. Braucht man sie jetzt? Sagen wir so. Wenn man sein Board mag, sollte man es tun. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass man direkt, wie die Windsurfer auch, zum Brett das passende Bag direkt am Anfang kauft. Ich glaube, der Haltbarkeit und nichts ist ärgerlicher als ein Schaden am Brett, den man nicht beim Suppen produziert hat, sondern den man, ja, weil ein Steinschlag kommt, weil man durch eine Kellertür gegangen ist und in die Türklinke gerammt ist, das will man alles nicht. Und da schützen die. Ich persönlich lager auch meine Bretter da drin, weil mit dem Schultertragegurt ist es total einfach, sie an die Wand zu hängen. Nämlich ein fetter Haken in der Wand, da kann man ein, zwei Bretter locker aufhängen. Das heißt, man nimmt zum Autodach, hängt es ein, fertig, ist geschützt vor Mäusen, ist vor allem geschützt. Dann kann man hinten noch aufmachen, dass das Brett ein bisschen gelüftet ist und trocknet. Alles perfekt. Boardbags, also im Prinzip doch eine gute Idee, würde ich sagen, wenn man sein Brett mag. Wollte ich euch gesagt haben, weil ich werde immer wieder gefragt. Und für ihn dann viel Spaß auf dem Wasser.